Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zurück. Wir waren lange weg, jetzt sind wir wieder da. Fragt euch nicht warum. Achso, das Mikro. Achso, das Mikro. Fragt euch nicht warum. Das nennt sich Winter. Es nennt sich Winter und im Winter ist nicht. Und deswegen haben wir auch keine Videos gemacht, weil Technikvideos machen so viele andere und da habe ich keinen Bock drauf. Man muss so Geheimnisse vor sich behalten können. Auf jeden Fall sind wir heute bei der DM in Tuchheim und es war heute nur der Arbeit. Machen Sie mal weiter, das ist weil ich keinen Führerschein habe und kein zugelassenes Motorrad. Haben Sie den bei der Polizei abgegeben, den Führerschein? Nee, den habe ich noch nie vergessen zu machen. Ach, den haben Sie vergessen zu machen? Ja. Achso. Ja. Auf jeden Fall, Arbeit fährt heute mit seinem Viertakt-Platzstuhl. Den werden wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Kennen Sie noch nicht? Nee. Zeitblase. Oh, und ja, den lernt ihr heute kennen. Und es ist schönes Wetter und ja, die Wetter. Also kalt, kalt ist es ganz schön. Es geht. Du hast ja Wattejacke an, ne? Kalt ist es ganz schön und sonnig dafür aber noch ein bisschen. Und die Versand ist heute hier und lamentiert wird auf hier. Wir haben heute noch Marcel mit und die Lilly. Hallo, du musst weg. Marcel, du musst mal gucken, Mann. Ach, hallo! Okay. Ja. Warte, hier könnte die Werbung stehen. Nee, hör auf mit dem Rotz, ich schneide das alles definitiv raus, ganz vergessen. ja, die erste Runde ist schon rum, wir haben uns gerade mit den Zeiten schon wieder ein bisschen vertan. Also ich mich quasi mit den Zeiten schon wieder ein bisschen vertan, weil alles, also das kann ich nicht erklären, das ist viel zu kompliziert. Auf jeden Fall haben wir eine Arbeit verpasst, aber wir fahren jetzt mal zur nächsten Prüfung in so einer Sandgrube drin und da werden wir mal noch ein paar Videos machen. Mal sehen, das ist halt schwierig mit dem Film, also mit dem. Wir kriegen quasi immer nur so Ausschnitte von den Tests zusammen. Helmkamera darf so nicht drauf machen, alles scheiße. Ja, als denn. Soll ich mal so einen coolen Abspann machen hier, so einen coolen Übergang hier, so einen. Hallo Internet. Ja, es geht schon. Es ist halt ganz schön eng alles. Also wirklich knapp. Ich habe jetzt, glaube ich, noch so 7-8 Minuten, wenn du reinkommst. Also so nicht mal ganz Zähne. Und du fährst halt schon auf der Etappe über dem normalen Fahren so. Also es ist schon ganz schön schnell. Ganz schön eng genommen. Und ja, die Prüfungen werden jetzt halt sind total ausgefahren. Bei der ist es, fängt es jetzt richtig schlimm an. Und im Sand ist halt alles scheiße. Da kommt immer Sand trocken. Und dann fährst du raus aus der Kurve und dann ist nass. Also du machst, gibt gar nicht. Wie wenn du, heute Vormittag war das, wie wenn du an Eisblock lang gefahren bist. Es war alles gefroren noch. Übelst. Eine Runde, ja. A-Lizenz fährt noch eine Runde und die einmal.
Sollst du noch irgendwas Gutes tun? Ja, Brille wechseln oder sowas? Nee. Gut. So. Jo, jo, jo. Kurzen Zwischenstand bei. Ja, also wir sind jetzt hier vor der letzten Sonderprüfung. Arbeit müssen wir eh mal durch und dann gucken wir mal, was rauskommt. Letzter Stand war Platz 7, keine Strafminuten bis jetzt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht vernünftig aus, ja. Oh. Kann man nicht sagen. Nee. Mal sehen. Jetzt fährt gerade noch der A-Lizenz. Warte mal. Edward. Jetzt fährt gerade noch der A-Lizenz und dann müssen wir mal sehen, wo der Arme dann am Ende steht. Das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Das könnte aber Top 10 werden, ne? Ja, eine Top 10 wird es schon werden. Denken wir, passt mal. Lesen wir. Da haben wir auch viel aufgegangen. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Man genau kannst du den Wagen wiederholen. Eine halbe Stunde oder so. Lass mal dann nochmal her. Soll ich Zulassung wieder mitbringen? Ja, muss Zulassung wieder mitnehmen. Das machen die alle hier. Irgendwas nehmen? Noch? So, Freundin Römer, mal, das ist scheiße, ja. So, ich bin jetzt wieder daheim, bin gerade angekommen zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie viel heute gefilmt wurde oder irgendwas. Ich habe halt mit Fahren zu tun gehabt. Der Tag war eigentlich ganz cool, wirklich, also alles schön. War viel Schnelles mit dabei. Ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell ist, weil wir hatten in der ersten Runde hätte ich fast ein bisschen verbummelt. In der ersten ZK reinzufahren, da hatte ich da, wo ich angekommen bin, hatte ich noch 3 Minuten gehabt, bis ich wieder rausfahren musste, wirklich, oder bis ich stempeln musste. Die Prüfungen sind von Runde zu Runde immer ausgefahrener geworden, ist ja klar am Sand, ne? Und dadurch, dass die Etappe halt wirklich so schnell war, haben wir da ein bisschen Probleme gehabt. Oder ich habe da wirklich Probleme gehabt, wieder in die Sonderprüfung reinzufinden und wirklich mir jetzt klar zu werden, als da, jetzt musst du wieder schnell fahren. Und das war ein bisschen mein Hauptproblem heute. Ich bin, denke ich, am Ende als 7. oder so rausgekommen. Das weiß ich aber jetzt noch nicht genau. Ich habe noch gar nicht richtig genau geguckt, ob jetzt noch was sich geändert hat. Der Tag war eigentlich erfolgreich. Wie gesagt, schnell wie die Sau. Ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, dann ab der 2. ZK, der mit mir in der Minute gestartet ist und wir ein bisschen zusammenfahren konnten und der wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung hat. Wie gesagt, das war ja mein erstes Mal und der hat mich gut gezogen, ist immer vor mir schön gefahren und wir sind wirklich eigentlich die ganze Zeit, oder ich bin die ganze Zeit eigentlich selbst die Etappe über meiner Grundgeschwindigkeit gefahren, heißt eigentlich sogar noch immer einen Gang höher, was wirklich schon schnell ist. Wir sind halt teilweise im Wald wirklich die Kurven richtig wie auf der Prüfung gefahren, also wirklich schon richtig schnell. Aber ja, letztendlich, Veranstaltung war gut, war alles schön organisiert und schön. War echt lange, also 4 Runden haben sich echt gezogen. Die Runde war ca. 50 Kilometer lang. Man kann halt jetzt schon sagen, ich bin heute ca. 200 Kilometer einfach durch den Wald gefahren und zwischendrin halt mal ein paar Sonderprüfungen, was halt eigentlich schon ziemlich cool war. Die, ich sag mal, der Straßenanteil oder generell Feldwege oder halt sowas, was halt wirklich gerade hinging, wo du dich mal einmal schütteln, mal ein bisschen entspannen konntest auf der Etappe,
Das gab es eigentlich gar nicht. Du bist eigentlich wirklich immer nur von einem Wald zum nächsten Wald gefahren, mal an einem Feld lang oder so, das waren wir noch drin. Und Straße eigentlich gar nicht. Wir sind am Ende von der Runde, um einfach nur vom Feldweg oder vom Wald ins Fahrerlager zu kommen. Lass es mal einen Kilometer Straße sein, sind wir einfach gefahren. Ja, und dann ging es schon wieder raus und rein in den Wald. Ne? Ja, inzwischen drin halt noch die drei Sonderprüfungen, wo die erste anfangs wirklich guter Grip da war. Der Boden noch relativ standhaft, sag ich mal. Und dann ist es mit der Zeit immer tiefer geworden. Jetzt in den letzten Runden, sagen wir mal, die dritte oder speziell die vierte Runde, war es halt wirklich alles schon richtiger tiefer Sand, wo du halt wirklich ganz schön neilassen musst, dass es dort vorwärts geht. Zweite Prüfung war so ein bisschen waldmäßig, sag ich mal, relativ eng, Single Trail. An einer Bahnstrecke lang, denke ich mal, das mal, also an so einem Tal, bist du halt aus dem Tal immer raus und wieder rein und so ein bisschen hin und her. Und das dann wieder rückwärts gefahren. Das hat mir ziemlich gefetzt, ziemlich getaugt. Das war halt ein bisschen mein Ding, da fühle ich mich ein bisschen wohl. Wäre aber auch schneller gegangen, auf alle Fälle. Und der dritte war halt wirklich in der Sandgrube, die teilweise halt richtig tief war, aber auch teilweise wirklich halt lehmig gewesen ist. Also du bist halt teilweise in Kurven reingefahren, trockener Sand, und wie du wieder rauskamst, war dort einfach eine komplette Wasserlache, tiefe Spuren und alles scheiße eigentlich. Aber da war ich dann relativ dankbar, dass ich in der dritten und vierten Runde, eigentlich schon fast ab der zweiten Runde, gab es da einige Stellen, die erstens zugemacht wurden, und zweitens, was dann halt noch offen war, sag ich mal, wo wirklich tiefe Löcher waren, wo du dich in der Sonderprüfung hättest komplett festfahren können und die Karre dort Wasser ziehen und alles dann vorbei quasi sein könnte. Standen dann Streckenposten da oder halt irgendwelche Helfer, die dir dann halt gezeigt haben, dass du dort langfahren musst, wo es halt relativ schön ist. Schauen wir mal, was so demnächst noch zu tun ist. Na, vielen Dank. Hier, werde ich euch nochmal zeigen. Wir haben ja ein neues Hemd. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Sind so bitte Sponsoren und alles drauf. Hier steht noch der Name her. Ja, irgendwie, wenn man das sieht. Das gibt es noch nicht offiziell. Vielleicht gibt es das irgendwann mal offiziell. Könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas haben wollt oder nicht. Also sowas in der Form. Quasi Merchandise kann man das schon nennen. Ja, sonst sage ich einfach mal kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ob wir mehr von solchen Zeug machen sollen oder ob das euch überhaupt nicht taugt, ob ihr lieber ein bisschen was Längeres sehen wollt, sag ich mal. Es ist halt für die Kamera auch relativ schwierig, mir irgendwie zu folgen, weil du bist halt auf einer 50 Kilometer Runde, ist ja klar, dass der mit der Kamera dir nicht die ganze Zeit hinterher rennen kann, ne? Ist ja schon richtig. Ob euch das taugt, schreibt es in die Kommentare. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liken, Glocke aktivieren natürlich. Und sonst sag ich einfach, ciao, bis zum nächsten Mal.